Mein Name ist Julia Schleicher. Ich lebe und arbeite in Halle an der Saale. Und ich arbeite bildhauerisch figürlich. Und meine Arbeit, die ich hier auf dem Symposium mache, setzt sich mit dem Thema der Kreatur auseinander. So wie die meisten Arbeiten, die ich auch außerhalb dieses Symposiums mache. Mein Fokus liegt dabei in der Herausarbeitung der Kreatur im Menschen. Also jeder Mensch und jedes Lebewesen trägt einen wie lebendigen Kern in sich. Und der treibt einen an, der bringt einen weiter und der ist sowas wie ein Überlebenswille vielleicht oder so eine ganz starke innere Kraft, die einen vorantreibt. Und interessant finde ich jetzt dabei, dass die Kreatur im Menschen immer ganz elementar ist. Sie war immer da und das Thema des Mischwesens zum Beispiel beschäftigt ja die Menschheit schon sehr lange. Und ich denke, das hat nach wie vor eine hohe Aktualität. Dadurch, dass der Mensch auch viel Beziehungen zu seinen Mitlebewesen auch ein bisschen vielleicht verloren hat oder ein etwas fremdes Gefühl vielleicht hat zum Tierischen oder grundsätzlich zu irgendwelchen Kräften, die außerhalb des Verstandes liegen. Und meine Arbeit hier, die geht noch einen kleinen Schritt weiter. Da kommt noch ein bisschen das Element von der Maschine hinzu. In einzelnen Teilen schleicht sich das sehr langsam ein. Also das wird jetzt demnächst vielleicht perspektivisch auch in die Richtung gehen. Also der Mensch mit seinen Ideen von Transhumanismus oder von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen, das trägt ja schon eine ganze Weile, trägt man ja schon in sich und auch im Thema Science Fiction oder Utopien ist das ja auch sehr präsent, die Idee. Ja.